Alain Bircher, wir haben eine Abstimmung gemacht bei uns auf der Internetseite. Du gegen Jonas Sigertaler, du hast oben ausgeschwungen. Ja. Was ist das für dich? Was hast du das so gehört? Was ist das für ein Gefühl für dich? Sicher ein schönes Gefühl. Also, ich weiss jetzt halt selber die Abstimmung nicht mitbekommen, aber es ist sicher cool, dass man da dabei ist. Ja. Wir haben es so gemacht, dass wir zwei Spieler zur Auswahl gegeben haben. Mhm. Sie haben für dich gestimmt. Wieso denkst du, haben sie für dich gestimmt? Ja, vielleicht will ich mich noch nicht so kämpfen. Vielleicht wollen sie mich ein bisschen kennenlernen. Aber also das ist ein Grund, der kann sein. Und vielleicht sind es auch Lothar-Fans, die wissen, dass ich einer von denen bin, der dort mitgehen kann. Wenn wir schon bei den Lesern sind, können wir auch zu unseren Lesern fragen, die sie haben können stellen können. Ja. Die erste Frage ist vom Steve Bumpy. Wie kommst du mit dem Erwartungsdruck? Wie gehst du mit dem Erwartungsdruck um, den dir als junger Spieler geflogen hat? Ja, es ist nicht so etwas Grosses, weil man wird definitiv fest von den älteren Spielern unterstützt. Und ich meine, es haben ja alle eigentlich auch für junge Spieler Verständnis, dass die anderen Fehler machen. Aber mit der guten Unterstützung und so von den Eltern ist das eigentlich kein Problem. Was glaubst du, was die Junioren mit Kloten noch in der Region und für die Gegenwart, für die Lücken, die jetzt aktuell sind, im Kader von Kloten können zu füllen? Ja, ich denke, da haben wir sicher das Potenzial zu Kloten, um diese Lücken dann auch zu füllen. Aber ich denke, es sollten wieder mehr aus der Region zu Kloten kommen, die Juniorenabteilung. Ansonsten jetzt gehen wahrscheinlich noch viele damit zum ZSC, weil die jetzt momentan recht gut dran sind in den Junioren. Aber wenn da wieder mehr zu uns kommen auf Kloten, kommt das dann auch wieder viel besser und dann können wir mit führend sein. Dann. Wie gross ist die Konkurrenz zwischen den Kloten Junioren und den ZSC Lenzen Junioren? Wie gross ist die? Ja, es ist sicher Konkurrenz in jedem Spiel, weil man, ja, es ist ein Derby, aber sonst in den Nazi und so kennt man sich halt eigentlich gut und versteht sich eigentlich auch gut miteinander. Und dort ist eigentlich eine gute Freundschaft miteinander, aber auf dem Eis ist es halt immer eine Konkurrenz, wo man die anderen schlägt. Ich komme zur Frage von Corinna Leunig. Sie fragt dich, was gefällt dir am besten bei mir als Kloten? Ja, die ganze Atmosphäre in der Garderobe, die Stimmung mit dem Stadion, die Fans sind super. Das macht damit mega Spass, wenn man so kann, mit einer guten Stimmung kann, das Spiel einlaufen und es pusht einem auch recht. Und, ja, es ist allgemein einfach Kloten, es gefällt mir. Ja. Ich bin schon mein Leben lang hier zu Kloten und das ist eigentlich mein Herzensclub. Ja. Ist es so ein bisschen wie eine Familie? Muss man sich das so vorstellen? Ja, es ist relativ familiär da. Also jeder hat es eigentlich gut miteinander. Und, ja. Jetzt steht du 20 vor der Tür. Demnächst geht es auf Toronto. Wir werden jetzt eine Porsche haben. Wie schätzt du deine Chancen, dass du den Kader wirst schaffen, den Final Cut? Ja, ist schwierig zu einschätzen. Es kommt auch noch darauf an, was der Trainer für einen Spielertyp sucht, ob er lieber einen Offensiv- oder einen Defensivverteidiger will. Aber ich denke, so etwa 50-50 würde ich jetzt sagen. Ich habe dich, als ich dich vorgestellt habe im Videoblog, habe ich dich so beschrieben, dass du es schwer haben für das definitive Kader zu kommen. Dass du dich aufdrängen für den Kader, aber dass du mit deinen 1,90 einer der grössten Spieler Schweizer Verteidiger bist. Du bist sehr kräftig gebaut und erinnert mich ein bisschen an Timo Helbling. Ja. Du hast deine Emotionen gut im Griff und spielst sehr einfach aus der Defensive raus. Wenn jetzt du meine Einschätzung so hörst, siehst du dich da drinnen? Ja, ich denke, es ist ja sicher ein Lob, wenn man mit Timo Helbing verglichen wird. Er hat schon einige Spiele, Nazi und in der Nazi unter dem Buckel. Aber ja, es ist definitiv auch so, dass ich ja einer der Grösseren bin und dann eher wäre für das physische Spiel zuständig, wieder auch für das technische. Also, ich
kann schon ziemlich übereinstimmen mit dem, was du, wie du mich beschrieben hast. Wie würdest du das selber beschreiben? Ja, immer so ein bisschen Defensivverteidiger, der einfach spielt und damit auch hart und vor dem Goal auch aufräumen, wenn es muss sein. Ja. Du hast gesagt, ich muss aufräumen, wenn es muss sein. Ich komme zu den zwei Spielsperren, die du abhalten musst. Ist das für dich überraschend gekommen, oder hast du gedacht, dass es zwei wird absetzen? Ich habe den Jack ja nachher auch noch gesehen und da habe ich gedacht, ja, wird wahrscheinlich schon Spielsperre geben, aber ich habe jetzt eher mit einer gerechnet, wieder mit zwei. Aber es gibt es halt manchmal. Am Anfang von mir habe ich es nicht ganz verstanden, aber nachher habe ich es dann schon gesehen. Eishockey ist ja ein sehr emotionales Spiel. Ja. Wie gehst du mit diesen Emotionen um, gerade in einem solchen Moment, wo die Strafe ausgesprochen bekommst, oder du hast das Gefühl, es wäre doch jetzt nichts gesehen? Ja, ich probiere eigentlich immer ruhig zu bleiben, weil ich meine, sonst schadet mir am Schluss eigentlich immer mehr am Team, wenn man jetzt noch mal 2 Minuten Strafe holt oder 10 Minuten. Das bringt eigentlich nichts, aber Emotionen ist sicher etwas Wichtiges. Dann muss man gut arbeiten können, einfach muss man unter Kontrolle haben. Ich habe jetzt ein bisschen von den Emotionen gehabt, ein bisschen von dem Check. Nur fragst zu dem Bus, tust du dir selber zahlen? Ja, da bekomme ich dann noch die Rechnung und muss ich dann selber zahlen. Das tut weh, fast 2000 Franken, ja, oder? Ja, viel Geld. Aber wir ziehen sicher auch eine Lehre daraus raus, oder? Genau, ja, definitiv. Was nimmst du daraus raus? Ja, nächstes Mal einfach die Ellbogen drunter gehalten. Ich meine, sonst wäre es ja eigentlich ein korrekter Fall gewesen. Ja, dann würde ich auch keine Strafe bekommen. Gehen wir wieder zurück auf die U20. Wie schätzt du die Chancen von der U20 der Nationalmannschaft im jetzigen Kader drin, auf wie weit sie könnten kommen? Ja, also ich denke, wir sind sicher, haben eine gute Vorbereitung in allen Turnieren gehabt. Zum letzten haben wir ein Spiel verloren, sonst haben wir eigentlich immer alles gewonnen. Auch gegen Tschechien und Slowaken. Und ich denke, es sollte sicher möglich sein, mal in die Viertelfinale kommen. Und dann von dort aus ist eh alles möglich, wenn man gut spielt und es einläuft. Im ersten Spiel habt ihr gegen die Tschechen, wo ihr eine U20 spielt, am 27. Dezember. Mhm. Dann habt ihr das Folgespiel, dann habt ihr einen Tag Pause und dann spielt ihr gegen Dänemark. Wie fest ist der Spielplan auf eurer Seite in dieser Konstellation? Ja, ich denke, der Spielplan macht damit nicht so viel aus. Ich meine, am Schluss muss man einfach das wichtige Spiel gegen Dänemark gewinnen. Und sonst, ja, ist man dann zu 99% halt nicht weiter und muss um den Abstieg kämpfen. Aber ich denke, der Spielplan spielt da nicht so eine grosse Rolle. Wie gross ist die Chance, dass wir gegen die Tschechen das erste Spiel kann gewinnen, weil man kommt ja ausgeruht ins Turnier rein. Mhm. Ist das eher ein Nachteil oder eher ein Vorteil? Ja, also sie sind ja dann schon im Turnier angekommen, wir müssen dann noch das erste Spiel hinter uns bringen, aber ich denke, hat beides seine Vorteile und Nachteile. Ich meine, ja, eben, wie du gesagt hast, wir sind ausgeruht, haben noch kein Spiel dann dabei, aber es wird sicher auch ein Vorteil sein, dass wir dann ein bisschen Pause bekommen, im Gegensatz zu Tschechien. Schauen wir noch ein bisschen die Trainer anschauen. Was ist der Unterschied zwischen John Fust und Christian Wohlwend? Wie unterscheiden sich die zwei vom Coaching-Stil her? Ja, ich denke, der Christian Wohlwend ist immer ein bisschen emotionaler. Also ich habe den John Fust nicht so erlebt, aber einmal haben wir nur am 19. Turnier gehabt. Und dort ist er eigentlich nicht so, ist er ein bisschen ruhiger gewesen. Und Christian Wohlwend ist eher einer, der mit Emotionen arbeitet und dann auch probiert, so sein Team mitzureissen. Wie ist es eben mehr mit, wenn man emotional durchcoachen? Ja, also es ist halt, kommt auch ganz auf die Situation drauf an. Wenn es nur negativ wäre, dann kann es die einen Spieler runterziehen, die einen nervt sich daran nicht und die anderen halt zieht es eben ab. Mhm. Wie gross ist für ein Spiel die Umstellung vom grossen Olympia-Eis auf das kleinere NHL-Eis? Ja, also es ist halt einfach alles viel schneller und kompakter, aber ich denke, in einer Woche oder so kann man sich gut auf das einstellen und dann ist man auch bereit und weiss, wie es dort läuft. Für eine Verteidigung braucht es ja, wie für eine Goalie, gewisse Anpassungen.
Im Stellungsspiel wird das speziell im Training geübt? Nein. Ja, es kann schon sein, dass vereinzelt dann mal der Coach sagt, ja, ist so, ist falsch, muss immer etwas anders stehen. Aber ich denke, da passt man sich auch relativ schnell an, weil es ist auch dann eigentlich immer noch auf Hockey. Kommen wir ein bisschen zu dir zurück. Du hast, bist bei dem EHC Winterthur, du bist bei den Elite-Junioren von Kloten, du bist bei der A-Mannschaft von Kloten. Wie tust du das Handhaben, das Hin und Her? Ist das nicht belastend für dich? Ja, nein, ich spiele ja gerne spielen und es macht immer Spass spielen. Bei Winterthur kann ich dann ein bisschen mehr spielen und das ist sicher auch gut für mich, dass ich dort mehr Eiszeit habe. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich mit Kloten kann spielen. Das macht einfach mega Spass mit dir. So. Wie ist so die Zusammenarbeit mit dem Trainer hier in der A-Mannschaft mit Kloten, mit den Elite-Junioren und mit Winterthur? Du sie sich immer ein bisschen austauschen über dich? Ja, also ich denke jetzt jedes Mal nach dem Spiel, wenn ich jetzt bei Winterthur gespielt habe, tut Michel Zeiter an unseren Coach anrufen und tut ihm dann sagen, was er so das Feedback gegeben hat, wie ich gespielt habe. Und so. Und es ist wahrscheinlich auch umgekehrt und dann haben sie eigentlich immer gute Kommunikation miteinander. Wie erlebst du den Michel Zeiter als Trainer zu Winterthur? Ja, er ist eigentlich eher ein ruhiger, aber kann auch mal auf den Tisch hauen, wenn es nicht läuft. Und ist ein guter Trainer, der viel taktisch versteht und einfach will, dass man immer 100% Einsatz gibt. Ich weiß, das gehst du nicht so gerne, wenn man wieder mit deinem Vater kommt. Die Medien schreiben das halt gerne, du würdest gerne den Vergleich ziehen. Aber wie gehst du mit dem Moment? Ist das nicht irgendwie belastend für dich selber? Nein, ich meine, ich kann das Private und das von früher trennen. Und jetzt ist eigentlich eh alles abgehakt. Es hat schon schwierige Zeiten gegeben, als ich noch jünger war. Aber dort sind eigentlich immer alle meine Teamkollegen und Trainer sind zu mir gestanden. Und so konnte ich es eigentlich dann gut über die Bühne bringen. Und aber es hat eben schon belastende Zeiten gegeben, oder? Definitiv, ja. Wo ich 15, 16, 17 war, war sicher nicht so einfach. Und ich habe auch gewusst, als ich noch kleiner war, wo noch alles gut war, dass es irgendwann dann wahrscheinlich nicht einfach wird sein, wenn es dann mal darum geht, Profi werden. Und dann heisst es ja auch nur wegen Papi und so. Aber du das eben im Hinterkopf nicht gleich auch beschäftigen, die ganze Geschichte. Ich denke, wäre er doch nie. Oder irgendwie so. Ja, quasi wie einen Vorwurf für machen. Nein. Kein Vorwurf. Also, ich habe schon einmal Traum studiert früher, aber jetzt ist das eigentlich für mich alles erledigt. Ja. Also einfach reine mentale Sache in diesem Sinn. Ja. Du bist auch. Ich komme wieder auf die Sperre zurück. Bei der bist du auch noch ein bisschen im Medienraum gesehen. Ja. Wie schwer hat dich das getroffen? Ja, es hat mir sicher leid für den Spieler, aber ich meine, es passiert damals so Sachen passiert im Hockey. Und da ich nachher im nächsten Spiel gesehen habe, dass er wieder spielt, bin ich ziemlich froh gewesen, dass er sich nicht schlimmer verletzt hat. Und dann ist es eigentlich für mich auch okay gewesen, weil dann nur ich muss meine Strafe absitzen. Hast du dich noch bei ihm gemeldet nach dem Nein, Check, oder? Ich habe leider keinen Kontakt mit ihm, also ich kenne ihn auch nicht, Sven Berger. Und ich hätte ihm vielleicht wahrscheinlich noch ein SMS schreiben oder so. Aber ja, ist ein bisschen untergegangen. Wie du eben sagst, Eishockey-Shirt ist ein Chef von emotionalen Sport. Genau, ja. Wie ist es eigentlich so für dich, wenn du auf diesen kleinen Kurven bist? Wie erlebst du das? Fühlst du dich, ein bisschen blöd ausgedrückt, in einer Art Ballerina? Oder wie fühlst du dich drauf auf diesen Schlaf? Ja, es macht sich Freude auf diesen Rumfahren, aber ich meine, es ist nicht wirklich eine Ballerina, weil es ist ja immer noch ein Kontaktsport und da geht es auch hart zu und her. Und dann muss man halt auch teilweise schwieriger auf der Schlittschuhe bleiben, wenn dann mal ein Check kommt. Aber definitiv nicht wie eine Ballerina. Aber du ist ja extrem mit diesen kleinen, schmalen Blättchen auf dem Eis können zu bleiben. Es bleibt ja ein extremes Gleichgewichtsgefühl. Ja, da gewöhnt man sich halt daran. Wenn man früh anfängt mit Hockey, dann am Anfang geht man halt noch viel hinten raus und vorne raus. Aber dann Zeit kann man das dann gut handeln. Wenn du jetzt einen Wunsch offen hättest für die kommende U20 WM, was wäre dein Wunsch?
Ja, sicher, dass ich im Team dabei bin und dass wir dann so viel erreichen, wie auch Potenzial in unserem Team steckt und dass wir jedes, dass wir nach dem Turnier könnten sagen, wohl, wir haben alles gegeben und es hat halt vielleicht nicht für mich gelangt oder was auch immer. Dass einfach in den Spiegel jeder kann schauen und sagen, das ist uns das Beste gewesen. Dass man kann stolz drauf sein kann. Genau, ja. Das ist es. Danke vielmals, Alain Birger. Viel Erfolg mit der U20. Danke vielmals.